das hier gerade ganz cool mit dem Suchen, aber ansonsten ist das super nervig. So, ohne auf den Zettel zu gucken, wie der Begriff Genostigma. Richtig? Richtig? Genostigma? Du darfst gucken. Entschuldigung, wo ist der Zettel? Also, wo ist der Zettel? Geostigma, okay, ohne N. Geostigma. Aber ich war nah dran. Hallo? Ich war richtig nah dran. Ah, Eis, okay. Ziemlich schwach. Es ist vorbei. Ich hab dir ja gesagt, das war das jetzt üben. Geostigma. Ich muss es nur oft genug wiederholen. Irgendwann merke ich es mir dann. Zumindest dich nicht. Ist doch klasse. Ja, ich weiß halt nicht, was mir das bringt. Ich mach's jetzt einfach, aber ich weiß halt nicht, was es mir bringt. Bereit zum Angriff? Vermutlich rennst du immer dran vorbei. Nee, ich gucke ja oben schon auf die Minimap. Da würde mir ja angezeigt werden, wenn es irgendwo ein Weg gäbe. Okay, lass ich mal in Ruhe, das dauert mir jetzt gerade zu lang. Da habe ich keine Wahl. Ist nicht nötig. Fuck, die muss ich besiegen, okay. Oh, okay, aber die sind nicht so schlimm wie die vorhin. Das ist gut. Die sind ja easy peasy. Gehirntraining und ein spezieller Aha-Moment. Okay. Ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Geostigma. Also, ich habe es jetzt auch noch nicht gegoogelt. Kurz und schmerzlos. Ja, schmerzlos für uns. So, Stufeneinstieg. Würde ich auch nicht empfehlen. Okay. Ach komm. Echt jetzt? So, ich bin mal gespannt, ob sich der Weg hier lohnt oder ob wir den einfach nur umsonst gelaufen sind. Ich will jetzt aber noch... Ich habe zwar schon bei Google eingegeben, aber ich will noch nicht gucken. Ich
hält uns auf. Zumindest dich nicht. Ah, Tifa und Barret sind so süß zusammen, ne? Wird nicht lange dauern. Hau drauf und Schluss! Tschüss. Mit dir und nicht weiter. Genug. So, lass mich noch mal gucken. Da vorne geht's wieder runter. Da ist nichts. Also hieran sieht man halt, ob's hoch oder runter geht. Hier waren wir schon mal. Das war aber nicht der, den ich gesucht habe. Der Raum. Jesse und Cloud waren auch süß. Ja. Das ist so gemein. Ah, wo wir wieder bei Böses Katzis Einwurf sind. Kill you, Darlings. Also da war nicht der Eingang. Oh, ey, ganz ehrlich. Schnieke T-Shirt. Was ist mit dem T-Shirt? Mein jetziges oder das für das Pickchen? Ich mag große T-Shirts. Da geht's eh überall nur hoch. Ganz ehrlich, ich guck jetzt. Ich bin ein bisschen lost. Jesse und Biggs waren nicht weiter nötig für die Story, also sind sie rausgeschrieben worden. War eine gute Sache. Es tut trotzdem weh. Der Rest ist ja notwendig. Ja, aber es tut trotzdem weh. Okay, also Fundorte. Journalist außerhalb des Nordeingangs, Sektor 5. Fundorte. Zweite Schatzkammer, Fundort. Dritte Schatzkammer. Die dritte Schatzkammer könnt ihr nur erreichen, wenn ihr die Hauptstory in Kapitel 14 spielt. Sobald ihr in die Kanalisation absteigt, befindet ihr euch auf den... Fick dich, Spiel. Ich wäre hier noch Stunden rumgerannt. Ohne Witz, ich wäre hier noch Stunden rumgerannt, um zu gucken, wie ich in die Kack-Kanalisation komme. Und dann steht da, ihr müsst die Hauptstory von Kapitel 14 weiterspielen. Fick dich, Spiel. Wie absolut unnötig. Ja, komm. Scheiße hier. Was ist denn los mit diesem Spiel? Weißt du, und hätte ich jetzt nicht gesagt, komm, ich guck mal eben, wo dieser blöde Eingang ist. Wir haben jetzt alles abgesucht. Ich wusste, dass ein Eingang in Don Corneos Villa ist. Das wusste ich. Aber es hätte sein können, dass da noch ein anderer Eingang ist durch den einen Sturz und so, dass man jetzt einen anderen Eingang findet. Dreckspiel! So, wie lange spielen wir eigentlich schon? 33 Stunden. Holy moly. Das heißt, wir nähern uns wahrscheinlich so langsam dem Ende. Was heißt so 40 bis 60 Stunden, wobei eher 40 als 60.
Nein. So, deinstallieren und nächstes Projekt. Nein, ich zieh das durch. Es gibt ganz wenige Spiele, die ich wirklich abbreche. Es gibt so wenige Spiele, die ich abbreche. Mehr Türen gingen auch nicht, ne? Niemand hier. Huh. Ich guck einmal hier hinten. Ah, dass ich die ganze Zeit die Nase hochziehe, es tut mir leid. Wen's ekelt. Sorry for not being sorry. Aber ich habe keine Lust, hier alle 2 Minuten meine Nase zu putzen. Die ist eh schon so kaputt. Ach, guck mal. Ich mach das auch. Heute sind schon geschätzt 40 Taschentücher im Sack. Ja, und also bei mir ist halt wirklich, dass die immer so kaputt geht dadurch. Ich will aber auch nicht den ganzen Tag immer Nasenspray nehmen. Deswegen Nasenspray höchstens abends dann zum Schlafen. Nee, warte, ich will erst noch in den anderen Raum. Da, wenn wir es jetzt schon mal nutzen können. Ah, es ist so schrecklich, ich sterbe. Ich sterbe gleich vor periphere Tankierung. Oh Mann, Chris. Warum? Warum tust du das? Okay, da geht's runter. Frage ist, ist die... Sekunde. Ich will nur eben die Schatzkammer finden. Ich brauche Hilfe. Hey! Okay. Aber da unten kommen wir noch nicht rein. Also erstmal weitermachen. Weiter. Ich verstehe auch nicht, warum man immer so 2 Türen machen muss. Geht das nicht, dass man den Flur einfach in... Hier, den Flur und den zusammen in diesen Raum mit rein. Oh, das ist doch Leslie. Ihr seid es? Nein. Was wollt ihr? Er hat uns schon einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Kuscheln! Ihr habt Glück. Oh. Ich kenne. Aber bitte mit 2 Meter Abstand. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit! Lassen wir ihn reden. Hä? Was ist das für ein Loch? Habt da unten was zu erledigen? Ja, ein bisschen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie ihr auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo.
da muss ich hin. Ich auch. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Ja, und Barrett ist okay. Wirklich sehr direkt. Aber ich mag ihn dafür. Und wenn er lügt, töten wir ihn. Klar. Feradie. Recht sein. Mhm. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Pause.